Wir stellen Ihnen die natürliche Bekämpfung der roten Vogelmilbe vor. Es geht dabei um den Einsatz von Nützlingen gegen Schädlinge. Unsere Raubmilben Androlis und Taurus sind die natürlichen Feinde der roten Vogelmilben. Wir empfehlen sie vorbeugend und bei mäßigem Befall einzusetzen. Die Dosierung erfolgt nach Befall und Größe des Stalles. Je größer der Stall, desto mehr Verstecke bietet er der roten Vogelmilben. Aus diesem Grund muss die Dosierung erhöht werden. Wir empfehlen dem Hobbyhühnerhalter die Größe M für 10 Hühner, die Größe L für 30 Hühner und die Größe XL für 100 Hühner. Taurus sind einen halben Millimeter klein und mit bloßem Auge kaum erkennbar. Taurus sind sehr langsam und ortstreu. Sie spüren die rote Vogelmilbe auf und saugen sie aus. Die rote Vogelmilbe findet man vor allem im Legenest, unter Sitzstangen, auf Holzvorsprüngen und in der Einstreu. Taurus eignen sich sehr gut für diese trockenen Stellen im Stall und wird dort gestreut oder in Häufchen ausgebracht. In Kombination mit Androlis empfehlen wir Taurus ein- bis zweimal von Frühling bis Herbst im Abstand von 8 bis 12 Wochen einzusetzen. Androlis ist ungefähr 1 mm groß und besser mit bloßem Auge zu erkennen als Taurus. Sie bewegen sich sehr schnell und verfolgen die roten Vogelmilben bis in die kleinsten Ecken und Ritzen. Androlis bevorzugen die feuchten Stellen im Stall. Sie werden in Ausbringhilfen, die an Sitzstangen befestigt werden, ausgebracht. Die Ausbringhilfen dienen ihnen als Rückzugsort, Behausung und Brutnest. Androlis erhält man entweder schon direkt abgefüllt in Ausbringhilfen oder in größeren Gebinden, die noch in Ausbringhilfen abgefüllt werden müssen. Androlis kehren meist wieder in die Ausbringhilfen zurück und vermehren sich dort während 6 bis 8 Wochen, je nach Stallklima. Vor dem Anbringen der Ausbringhilfen werden die Deckel an der perforierten Stelle leicht eingedrückt. Ein praktischer Metallhalter erleichtert das Auswechseln der Ausbringhilfen oder sie können mit Kabelbindern befestigt werden. Wenn sich keine Androlis mehr in den Ausbringhilfen aufhalten, müssen sie ausgewechselt werden. Dies ist in der Regel nach 6 bis 8 Wochen der Fall. Empfohlen sind mindestens 3 bis 4 Aussetzungen von Androlis von Frühling bis Herbst. Beobachten Sie die Entwicklung des Befalls gut und führen Sie nach Bedarf weitere Aussetzungen durch. Unsere Raubmilben sind somit eine einfache, natürliche und nachhaltige Lösung und legen den Grundstein für eine milbenarme Zukunft.